Hallo und herzlich willkommen zu einer Bonusfolge hier von Star Trek Legacy. Ich habe es euch ja eben im Let's Play schon angedeutet. Wir werden uns jetzt hier erst einmal die Extras angucken und dann werden wir vielleicht dann in den späteren Bonusfolgen, die dann vielleicht noch kommen werden, hier mal die Option Gefechte anschauen. Denn wenn wir hier mal reinschauen und ich hier mal auf Energie gehe und wir hier zum Beispiel mal schauen, wir können die Föderation spielen, die Romulaner, die Klingonen und die Borg spielen. Und wenn wir hier auf Borg gehen zum Beispiel und auf Schiffe wählen, ja, Baby, dann können wir hier alle Borg-Schiffe auswählen, die das Spiel anzubieten hat. Und das sind wirklich eine ganze Menge, wie ich finde, obwohl wir uns den taktischen Borg-Kubus überhaupt nicht leisten können. Und guck mal hier, Phaser, denke 4, das verspricht spaßig zu werden. Da werde ich vielleicht das ein oder andere Gefecht mal erstellen, um dann mit euch da was zu erleben. Aber jetzt erst einmal die Extras. Da habe ich ja am Anfang des Let's Plays ja schon drauf hingewiesen. Und das sollen wohl, ja, kleine Filme sein, die uns, etwas mehr erklären. Und ich würde sagen, eine logische Entscheidung, mit der fangen wir an. Auf geht's. Schicksal und Zeit. Zwei Dinge, die meinen Weg schon oft gekreuzt haben. Aber noch nie waren sie so anwesend und berührten mein Innerstes mit solch einer Resonanz. Bis jetzt. Die Zeit ist verronnen und ich nehme die Bürde an, die ich tragen muss. Ich weiß, ich bin verantwortlich. Es heißt, ein Paradox ist ein unausweichliches Ereignis. Ich weiß, ich hätte es wissen müssen. Ich habe sie erschaffen und nun trage ich diesen Makel. Von allen Entscheidungen, die ich analysiert und hinterfragt habe, wird mich diese vermutlich noch lange verfolgen. Schicksal. Nein. Und Zeit. Wir sind wieder im Hauptmenü. Keine Ahnung, warum ich das da jetzt nicht so wirklich beenden konnte. Sorry dafür. Also Captain Picard, Locutus, hat dann also Terrell assimiliert und sie zu dem gemacht, was sie dann geworden ist. Verstehe ich das richtig? Sehr interessant. Okay, wir schauen uns das nächste Video an. Suraks Traum. Das Problem ist auch, wenn das Video am Ende ist, kehren wir nicht automatisch ins Hauptmenü zurück, sondern das Video startet automatisch wieder von vorne. Wie doof ist das denn? Egal. Dom Kisarla. All meine Mühe, meine logischen Schlüsse kamen zu diesem Ergebnis. Romulaner, so vorhersehbar ist ihr Wunsch nach dem, was sie nie erreichen werden. Macht. Jetzt, da mein Ziel erfüllt ist, werde ich mich der Vorsehung widmen. Die Erfüllung von Suraks letztem Traum. Der Traum eines friedlichen, geordneten, logischen Universums. So viel Wissen. Mein Geist ist frei von trüben Gedanken durch die Harmonie dieser Wesen. Obwohl sie in ihrem Aussehen unrein sind, kann ich dies korrigieren. Als Offenbarung eines neuen Anfangs tragen sie eine wichtige Rolle. Die Logik diktiert mir Wachsamkeit vor der Zukunft. Das Wissen über Ereignisse der Zukunft kann Vorteile haben, aber es birgt auch Risiken. Jedoch glaube ich, dass die Risiken durch die Vorteile aufgewogen werden. Logik ist die Basis der Zivilisation. Mit ihr ordnen wir das Chaos, die Vernunft als Leitbild nutzend. Sobald ich die Natur dieser kybernetischen Wesen kenne, habe ich den Schlüssel. Den Weg, um das zu kontrollieren, was über den Sieg der Logik über das Chaos entscheidet. Dom Kisarla. All meine Das ist ja mal krass. Sie ist die Borg-Königin. Locutus hat. Das erklärt auch die Bindung zwischen der Borg-Königin und Locutus im 8. Kinofilm. Denn da haben wir immer so eine, fast schon intime Verbindung feststellen können. Wenn Locutus, wo er als Borg assimiliert wurde, Terrell assimiliert hat und
da irgendwie sie dann auf den Trichter gekommen... Aber, hä? Sobald sie Borg ist, hört sie ja auf, eigentlich ein Individuum zu sein. Das ist irgendwie alles so komisch hier, die ganze geschichtliche Laufbahn. Ursprung der Borg. Mein Geist zu deinem Geist. Meine Gedanken zu deinen Gedanken. Ja, ihre Erinnerungen waren gut versteckt im Kollektiv. Ich weiß, was du weißt. Sein Name war V'ger. Eine Sonde menschlichen Ursprungs. Sie fiel in ein schwarzes Loch, wo sich Raum und Zeit krümmen. Warum auch immer diese Maschine überlebte. Lebende Maschinen fanden die Sonde. Fanden sie, veränderten sie. Ihr Programm war ein Rätsel. Sie interpretierten sie so gut sie konnten. Zurück zum Schöpfer. Aber sie fand nichts. Keine identischen Wesen und keine, die sie erschaffen hatten. Die Sonde entschied, dass jedes kohlenstoffbasierte Leben eine Verseuchung des Universums ist. Assimilation, das war ihr Zweck. Als Werkzeug, damit sie lerne und wachse. Sie katalogisierte alle kohlenstoffbasierten Wesen und deren Technologien. Sie erschuf Drohnen nach ihrem Bild und vereinte sie in einem Kollektivbewusstsein. Dies war der Anfang der Borg, ausgesandt als Boten, um ihren Schöpfer zu suchen, alles zu lernen und die Daten an V'ger für deren Assimilation zurückzusenden. Als das Kollektiv wuchs, war das Bedürfnis nach einer einzigen Stimme die logische Folge. Das Kollektiv entdeckte, dass weibliche Wesen einer bestimmten Spezies die mentale Fähigkeit besaßen, viele Gedanken zu analysieren und das Chaos zu ordnen. Indem sie diese weiblichen Wesen als Datenprozessoren des Kollektivs nutzten, wurden sie effizienter in ihrer Mission für das Wesen V'ger. Durch ihre Gedanken und Wünsche war sie nicht mehr an V'ger gebunden. Aber die Zerstörung der Königin bedeutete eine Begrenzung des Lebens des Kollektivs. Durch ihre unkontrollierte Größe und Macht würde Chaos entstehen. Jetzt wird vulkanische Geduld siegen. Ich werde die Kontrolle über das Kollektiv übernehmen und es in ein Werkzeug der Logik und Ordnung verwandeln. Wenn das Kollektiv schwach ist, werde ich Königin werden. Die Bedürfnisse vieler sind wichtiger als Bedürfnisse einzelner. Schon wieder daneben geklickt. Also, ich nehme alles zurück. Also, erstmal, der Zeichenstil gefällt mir. Dass man das alles so macht, cool. Es ist doch nicht die Borgkönigin. Also, sie ist... Also, wir bekommen jetzt hier so viele Hintergrundinformationen. Das ist ja der Wahnsinn. Wie man hier alles versucht zu erklären, wie die Borg entstanden sind, mit V'ger. V'ger kennen wir aus dem allerersten Kinofilm mit Captain Kirk, wo er sozusagen auf dem, in Anführungsstrichen, Maschinenplaneten dann halt die Sonde findet. Wobei V'ger ja in Form von Ilya? Wie hieß die Frau, die Glatzköpfige? Die wurde ja von der Sonde übernommen. Egal, also alles sehr abenteuerlich. Wir schauen uns jetzt das letzte an, das versprochene Ende. Ich bin gespannt, wie es wirklich hier zu Ende geht. Dies ist das versprochene Ende. Logbuch des Captains, Sternzeit 57332,5. Sieg. Obwohl wir Tyrells Plan vereitelt haben, stellt sich nach einem Sieg die Frage, wie es weitergehen soll. Durch die Borg sind wir wieder gezwungen, unsere Toten zu beerdigen und auf eine bessere Zukunft zu hoffen. Meine Verantwortung hierbei ist unausweichlich. Die Wellen im Wasser, die Folgen meiner Handlungen. Jedoch habe ich gelernt, dass alle Dinge einen Fluch haben. Und dieser
Die Burg wird mich immer verfolgen. Ich hörte, wie Tyrell mich in ihren letzten Momenten rief. Ich frage mich, wen haben wir vernichtet und wen freigesetzt? Die Vulkanierin oder die Borg? Tja, das war im Prinzip nochmal das gleiche Ende, wie wir es schon aus dem Let's Play kannten. Ja, aber wir haben Tyrell vernichtet, wir haben die Borg vernichtet, zum, glaube ich, dritten Mal mittlerweile. Und es ist wirklich eine sehr interessante Story, die sich im Prinzip durch alle Zeitähren frisst, würde ich jetzt fast schon sagen. Wir fangen, oder haben ganz vorne angefangen bei Captain Archer, mehr oder weniger, weil da sind die Borg ja auch aufgetreten. Dann geht es über Captain Kirk, V'ger, über Captain Picard, klar, Deep Space Nine, Voyager, wir haben Admiral Janeway, also muss es zeitlich nach der Rückkehr der Voyager in den Alpha-Quadranten spielen, also es ist wirklich hammergeil, wie man hier mit den einzelnen Zeitärern jongliert hat und alles irgendwie unter einen Hut gebracht hat. Finde ich eine echt coole Sache. Ja, Freunde, das war der erste Bonusteil. Ich denke mal, in den nächsten Tagen irgendwann wird es dann halt ein paar Gefechte geben, wo wir dann mit unterschiedlichen Spezien dann, ja, an den Start gehen. Und dann bin ich gespannt, wie das so bei euch ankommt. Also, freut euch auf neue Bonusteile hier bei Star Trek Legacy. Macht es gut, bis dann, NRWBoy18. Adieu.